So, da sind wir wieder zurück bei Legend of Zelda Twilight Princess. Und wir waren da stehen geblieben, dass wir hier gerade die Angel bekommen haben. Die werden wir auch gleich mal eben ausprobieren. Hallo. Ach. Hey, mit Essen spielt man nicht. Ich brauche aber die Rubine. Wenn ihr Geld in euer Essen reinpflanzt, dann muss ich das ja kaputt machen. Ne, wir brauchen hier, zack, die Angel. Wo ist Y? Da. Ach, das ist voll verwirrend. Auf dem GameCube-Controller war das fast umgekehrt. Dann macht das auf dem Pro-Controller. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich beleg dieses Angel ganz oft einfach nicht. Geht das nicht? Ach so, warte mal, Moment. Ja. Komm. So, ein bisschen wackeln. Jawollo. Eine Grünkieme, 29 cm. Ein beliebiger Fisch, den man überall finden kann. Geil. Hä? Okay, das hat anscheinend nicht geklappt. Ach. Eine wählerische Katze, die nimmt nicht einfach jeden Scheißfisch. Ach, Leute. Wieso? Ja, komm. Ja. Jawohl. Ja, ist ja dasselbe wie gerade. Ach, jetzt. Ach so, na klar, jetzt ist natürlich in Ordnung. Ja, zack. Na, jetzt ist die Alte da auch wieder glücklich. Wegstecken und so. Ist noch ein bisschen Shit kaputt. Zack. 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 Ach so, ja, genau. Ja, jetzt müsste die uns nämlich das Zeug verkaufen. Da habe ich natürlich nicht genug Geld für. Ah, Link, das musst du dir anhören. Es ist völlig unglaublich. Mein Kleiner ist zurückgekommen. Und stell dir vor, er hat sogar einen Fisch mitgebracht. Er hat sicher Angst, dass ich sonst sauer auf ihn bin. Ja, auf jeden. Sieh ihn dir nur an. Ist er nicht süß, wie er so friedlich seine Milch trinkt? Du solltest auch einen Schluck probieren. Und weil ich heute so glücklich bin, geht diese Runde sogar aufs Haus. Jawohl, danke. Du erhältst eine halbe Flasche Milch. Leg sie auf Y oder X und trinke sie, um bis zu 3 Herzen wieder aufzufüllen. Danke. Aber nein, die leere Flasche musst du nicht zurückgeben. Verwende sie ruhig, um etwas anderes hineinzutun. Ich glaube nicht, dass du etwas machst, aber die jungen Leute heutzutage werfen ja immer alles gleich weg. Also, was kann ich für dich tun? Soll ich dir was verkaufen? Ja, bitte. 30 Rubine. Wir müssen jetzt mal eben kurz gucken, ob wir die herkriegen. Also, wir können natürlich Rubine kaputt machen. Aber ich meine, dass da hinten einfach welche sind, glaube ich. Oh, da komme ich jetzt so, glaube ich, nicht hin. Mit dem Adler kann man sich, glaube ich, auch noch welche holen. Ah, Moment mal. Hallo. Hallo.
Gehst du wohl die Leiter hoch? Danke. Ah, 10 Rubine. Sehr schön. Ja, guck mal, da hinten liegt sogar noch ein anderer 10. Den holen wir uns jetzt eben. Hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Ja, boy. Komm ran. Da. So, vielleicht. So. Ach man. Man muss jetzt jedes Mal diese Scheiße hier angucken. Pflichtszene. Ach man. Oh. Ah, sehr schön. Das geht doch. So. Ja. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Da muss ja so irgendwie gehen. WTF? Jetzt mach... Nein! Komm, ich brauch doch nur noch das Ding, dann habe ich doch schon genug. Komm. Bin ich kein riesiger Fan von diesem Adlergehaul-Umgefliege. Sieht, klappt das nicht besonders gut. Adlerfliegen ist auf jeden Fall nicht meine Stärke. So dann vielleicht. Junge! Braucht das jetzt? Hallo? Jetzt reicht's, Atlas, aber. Das langsam ist aber echt mal gut. Lol, warte. Warte mal, einfach, wo ich das jetzt noch tun habe, vielleicht eine andere Idee. Warum will denn das klappt nicht? Ich hab doch hier keinen. Oh, vielleicht von hier. Ah, Moment. Ja, nee, Digga, das klappt nicht. Adler ist scheiße und nein! Ja, ne, klappt nicht. Sehr gut. Komme ich da von hier hoch? Nein! Ach, Leute. Ach, scheiß drauf. Muss doch irgendwie anders gehen. So klappt das auf jeden Fall nicht. Boah, ich weiß, wo noch welche sein könnten. Da hinten noch recht. Ich meine, da kann man irgendwie hoch. Komm, schwimm schneller. Da. In der Steine vielleicht. So. Sitze. Zack. Sehr schön. So, drei Stück. Die kriege ich jetzt auch irgendwie zusammen. Vor allem, warum die Kinder das nicht machen. Ist voll easy, hier Zeug zu kriegen.
So. Zack. Dann. Jawohl. Ja, gekauft. Ja, Kürbiskerne, bla bla bla. So. Nein, mehr können wir nicht leisten. So, und jetzt gehen wir nach da oben. Link, genau richtig. Ich bin fertig mit dem Arbeiten und habe es in dein Zimmer gebracht. Ah, und du hast die Angel abgeholt. Da wird sich Colin freuen. Und man kann wirklich erstaunlich gut damit angeln. Ja, ich weiß, habe ich rausgefunden. Also dann, bis später. Ja, da vorne ist noch ein Potschnittjunge. Ja. Ah, Link, du hast ja eine Schleuder. Super, Link, du hast sie also gekauft. Jo. Das hab ich. So. Ein bisschen schießen hier. Alles vorbereitet. Also, an den Zielschirm und den Vogel, bla 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 bla. Schleuder funktioniert, bla bla. Zack. Jetzt muss ich eben kurz. Da. So. Zack, bam. Schießt er nicht mit Gewehrkugeln. So. Bam. 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 Nach. Bam. 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 Wow, Super Link, krass, wow, danke Link. Jo, kein Ding. Und Groupies. Du bist wirklich fantastisch, Link. Übrigens, Link, Collins Vater hat eben irgendwas gebracht. Ja, genau, aber was ist das eigentlich? Du bist ja schon hier. Ja, bam. Hallo? Also. Ja. Jetzt geht's nämlich los. Wir kriegen nämlich jetzt richtig geilen Shit. Ah. Ja, danke, Framerate. Tschüss. Ach nee, Mann. Ja, nimm, komm. Holzschwert, gut gepflegt. Da, B drücken. WTF, warum ist das so, wie es ist? Es ist nicht schön. Naja. So, jo, Leute. Hey Link, das ist ja ein Holzschwert. Ja, tatsächlich, jetzt musst du uns aber ein paar Tricks zeigen. In letzter Zeit sind die Affen mir so frech, aber ich werde sie alle fertig machen. Junge, du kannst doch keine Affen mit dem Schwert schlagen. Du musst mir nur zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Jawohl. Hurra. So. Super, also zeig uns zuerst eine Attacke. Muss man da nicht einfach B drücken? Und zwar kein Mensch. Ja. Super, ein horizontaler Hieb. Fantastisch, oder? Und nur mit Hilfe von L den Gegner anvisiert, kannst du übrigens auch eine vertikale Attacke blablabla machen. Und als nächstes. Ah, ich weiß, den zeigt uns diesen tollen Trick, wo man mit L zielt und. Ah, eine Stechattacke. Bam. Uah.
jetzt möchte ich auch deine Spezialtricks sehen. Du weißt schon, die Wirbelattacke. Der kleine Boy weiß nämlich genau, was abgeht. Zack. Super, danke, Link. Ganz toll. Echt spitze, dass du uns mit uns spielst, wo du doch sicher auch viel zu tun hast. Ja. Einer fehlt noch. Wie Sprungattacke. Wo du durch die Luft fliegst und dann zack. Bam, Junge. Wow. Sollte Synchronsprecher werden an der Stelle. Echt super, Ling. Herzlichen Dank. Kein Problem. Ich denke immer, ich weiß jetzt, wie er es macht, aber selbst kriege ich es nie so hin. Junge, du musst doch nur B drücken. Naja, einen einfachen Gegner könnte ich schon besiegen. Vielleicht einen Affen oder so. Junge, du kannst doch keine Affen schlagen, Mann. Oh. Guck dir an, wie nett der ist und wie groß der ist. Warte. Oh, der hat eine Blume am Kopf. Den kannst du doch nicht hauen. Ach, Leute. Na, ja, machst du nix. Taro und Mara sind weg. Sie wollten mit diesem Affen jagen. Bla bla bla. Unglaublich, diese beiden. Kommst du eigentlich noch mit? Nein, die sind nämlich nervig. Jo, kleiner Junge, hallo. Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte such ihn, Link. Mach ich. Quasi schon da. Rubinmäßig wird. Achso, ja. Da kommen wir natürlich nicht rüber, weil wir unser Epona rufen wollen. Ein kurzes Schluck trinken. Dann können wir nicht da drüber springen. Haben wir ja gelernt. So. Los! Los! Und stehen bleiben. Und runter. Ehrlich gesagt sagen, dass ich so auf kurzen Strecken nicht so ein Mega-Fan vom Reiten bin. So unwendig. Ja, hauen, hauen, hauen. Ganz wichtig. Jo. Jetzt geht's hier aber los. Hab ich schon eingesammelt? Scheiß drauf. Ah. Ach, der Ordon, aus Ordon, na typisch. Ja, wer soll denn hier sonst hinkommen? Weißt du denn nicht, dass es selbst am Tage gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Hier gibt's jede Menge Höhlen und so, wo es auch tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Danke, Mann. Bla, Lampe leuchtet, kein Öl mehr kaufen. Ich verkaufe hier Öl, jawohl. Um meinen Umsatz zu steigern, verteilt die Lampen zurzeit gratis. Wenn du Öl hast, spendet die Lampe dir Licht. Außerdem kannst du auch Feuer und mit dir anzünden. Wirklich ein tolles Item. Versuch doch einfach unter dem Topf mal ein Feuer zu machen. Ich weiß nicht, ob das so. Ich speichere mal kurz. So smart ist, die Lampen zu verschenken. Öl zu verkaufen. Ach, ich sag mal. Ja, ich möchte gerne fortfahren. Ich muss voll wundert wegen der Spielzeit. Da ist doch gar kein Öl drin. Hä? Achso, ist das Leuchtet verpackt? Ja, leuchtet jetzt cool. Füllen? Ist da Suppe drin? Egal. Wir gehen dann also jetzt weiter.
noch mal so ein kleineres anderes holen. Mal kurz das. Erster Gegner. Zack. Zack, weggefetzt. Können wir so direkt hier. Zack, Gönnung. Würde ich gerne zum Wegballern. Eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Hm. Stressig. So, na gut. Ist natürlich jetzt hier wahnsinnig dunkel. Aber wir machen trotzdem ein Licht an. So, zack. Ah, weg mit dem Ding. So. Ja, genau. Weil hier gibt es, glaube ich, auch noch Seitengang. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ah, zack. Weg das Vieh. Ah, zack. Das platt mal hier. Zack. Wuh. Da. Probieren das oder so? Ja, guck an. 10. Kostet die Welt. Auch mal hier, was gibt da noch? Ja, genau. Also ein blauer. Zack. Boah. Nein! Nicht weggehen! Hm. Ja, zack. Ist raus, das heißt, wir können jetzt hier so. Den Shit eben wegpacken. Ich finde der sehr entspannt. Ist ja. Der ist also jetzt gerade hier nicht so schön. Ich mache hier einfach mal eben kurz einen Cut. Mal, ob ich das